Smart Country ist cool, weil es um die Lebenssituation der Menschen im ländlichen Raum geht. Also nachdem Smart City wirklich in der Diskussion ist, in den ganzen Medien, freut es mich umso mehr, dass jetzt Land in Sicht ist. Ja? Und dass mit der Initiative Smart Country wirklich die Relevanz, ländliche Räume zukunftsfähig zu machen, auch aufgegriffen wurde. Die Initiative Smart Country vom Internet und Gesellschaft Collaboratory ist so wichtig, weil zum einen das Thema ganz relevant ist, dass sich jetzt endlich mal mit dem ländlichen Raum beschäftigt wird, und zum anderen ist natürlich die Form, wie das Collab diese Themen immer angeht, wichtig, weil das Collab hier als Plattform fungiert und wir bringen Akteure aus der Verwaltung zusammen, wir bringen Akteure aus der Politik zusammen, aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, und die Themen, die das ganze Smart Country Umfeld betreffen, brauchen diese verschiedenen Perspektiven. Wie wir arbeiten, uns bilden, unsere Freizeit verbringen, wird immer mehr von der Digitalisierung bestimmt. Wir brauchen auch im ländlichen Raum hier Möglichkeiten, an diesem Prozess teilzuhaben, und brauchen eine auskömmliche Breitbandverbindung, um eben Menschen die Möglichkeit zu geben, in dieser neuen Welt auch an dieser neuen Welt teilhaben zu können, sich entsprechend einzubringen und Dienstleistungen von neuer Qualität auch nutzen zu können. Was aber noch zu wenig auf der Agenda ist, ist, dass Digitalisierung auch und gerade im ländlichen Bereich oft zu einer strukturellen Benachteiligung von bestimmten Bevölkerungsgruppen führt. Wir haben immer noch keine vernünftige Breitbandabdeckung im ländlichen Raum. Das ist relevant zum Beispiel für Schulen. Wenn wir dort kein Breitband, kein WLAN haben, können wir da digitale Medien nicht einbringen. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, diese Ideensammlung der digitalen Agenda auf den ländlichen Bereich zu übertragen. Und das ist eine Aufgabe, die sich Vordenker stellen müssen, und da ist das Collab prädestiniert. Wir finden ganz, ganz viele junge Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, um dann zu gucken, wie man neue Ideen schmieden kann, wie man neue Projekte, neue Lösungen auch aufsetzen kann. Also wir hatten ja vor, mit der Smart Country Initiative primär den Begriff zu prägen, um auch Pilotprojekten eine Brand zu verleihen. Es gibt den Begriff Smart City, der ist gesetzt, der ist stark Marketing geprägt, der ist urban geprägt. Wir wollten eben da ein Gegenstück setzen und den Zuspruch, den wir von Organisationen, Firmen, auch von Bundesministerien und Landesverwaltungen haben, die auf uns zukommen und uns zur Initiative fragen, bedeutet eigentlich, dass wir da genau richtig liegen. Und gerade für den Bereich Mobilität ist es sehr wichtig, wenn man sich überlegt, wie konträr das Ganze auch zu Smart City ist, dass ich in der Stadt ganz viele Menschen auf engstem Raum habe und in ländlichen Gebieten eben wirklich sehr viel Raum für wenige Menschen habe. Über die ganze Wertschöpfungskette, Produktion, Netze, also Transport, und Vermarktung übernimmt das Land, der ländliche Raum, die Verantwortung für die Energieversorgung Deutschlands. Das bringt ein großes Potenzial für Wertschöpfung in die Region. Das bedeutet auch, dass wenn wir über intelligente Netze, intelligente Energieversorgung sprechen, wir in erster Linie über den ländlichen Raum sprechen. Wir haben heute 2,4 Millionen Pflegebedürftige. Im Jahre 2030 werden es 4 Millionen sein. Drei Herausforderungen sind es, die zu bewältigen sind. Erstens die Professionalisierung der Pflegekräfte erreichen und sie über Netzwerke miteinander verbinden. Zweitens, die Pflege ist heute ein analoger Prozess. Viel Papier wird da bewegt. Dieses zu digitalisieren wird eine Herausforderung sein. Drittens, dafür zu sorgen, dass die Menschen in ihren Wohnungen so lange wie möglich leben können. Ich finde die Ergebnisse wirklich großartig, die herausgekommen sind. Was mich am meisten freut, ist, dass ich viele neue Leute kennengelernt habe, die sich mit Randthemen beschäftigen, die genau in dieses Thema Digitalisierung im ländlichen Bereich reinspielen. Und das macht dann auch einfach wieder Spaß. Und ich finde, dass das Thema Mundraub ziemlich gut reinpasst, weil öffentliche Obstbestände das Landschaftsbild prägen und auch eine Wertschöpfung, auch auf Wert an sich darstellen. Und ich fand das ziemlich interessant, dass also Essbarkeiten, nennen wir das, im öffentlichen Raum als Wert mit reinzugeben. Oder auch unsere Erfahrungen, die wir mit Projekten im ländlichen Raum haben, mit in diese Initiative hineinzugeben. Ich hatte als Erwartung schon, dass wir viele Experten vernetzen und halt auch in der Hoffnung, dass wir dieses nicht nur als so ein Spaten- und Spezialwissen in so einer Berliner Blase irgendwie aufbereiten, sondern halt auch wirklich in die Kommunen, die ja auch den Kommunikationsauftrag vor Ort leisten müssen, dass wir das da halt mit den Schlagworten Transparenz, Kommunikation zu den Menschen bringen. Und ich glaube, dass die größte Herausforderung sein wird, wirklich diese verschiedenen Themenbereiche, die wir heute andiskutiert haben und ja, Denkanstöße gesetzt haben, miteinander zu verbinden.
dass es nicht Einzellösungen gibt, sondern dass es sowas wie ein Ökosystem, ein smartes, interagierendes Ökosystem geben wird.